Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play I Am Alive. Wir müssen Vergnügungspark Pier 37 erreichen, haben das Feuer oben gelegt bzw. die Raketen zum Abschuss bereit gemacht. Nein, nein, nein. Scheiße! Den Kopf. Nein! Und ich hätte die Typen beinahe gehabt. Aber dann haben sie mich erledigt. Dann nochmal. Das ging jetzt direkt vonstatten hier. Heftig, heftig, heftig. Okay, mit denen ist nicht zu spaßen. Fuck you. Na gut, das ging schneller als die Polizei erlaubt. Da kommen auf jeden Fall direkt ein paar angerannt. Oh, Backe. Oh, Backe. Und man sieht sie nicht. Man sieht niemanden da. Die Frage ist natürlich, ob ich hier vielleicht ein bisschen ausharren könnte vorher. Aber ich glaube, ich schieße direkt mit der Pistole los. Wir haben ja genug Munition. Jetzt zurück. Jetzt zurück. Run away, kid. Just run away. Scared. Schön im Kopf, hä? Gefällt dir das? If you shoot, you better kill me. Schwerer Kill, sag ich nur. Jetzt bist du dran. Wird aufgeputzt. Mit Magensäure auf den Boden. Meinen Pfeil habe ich auch zurückbekommen. Und hier gibt es noch Munition. Hat sich sogar gelohnt, die Penner zu erledigen. Please don't let me die here. Lasst ihr euch auch mal neue Sprüche einfallen? Okay, jetzt auf die Karte schauen. Bloß nicht irgendwie blöd verlaufen. Habe ich nämlich schon mich verlaufen. Und jetzt mal ein bisschen ranzoomen. Jetzt müsste es hier rechts gehen und dann müssten wir einen Weg rausfinden. Richtung Pier. Durch den Staubsturm. Glücklicherweise mit einer Gasmaske. Und da ist der Staub dann ja nur noch halb so wild. Was haben wir denn da Schönes? Ach, dieses seltsame Fleisch, was, wie wir wissen, von Menschen stammt. Hier könnten wir mal kurz ausharren, aber ich glaube, ich ziehe weiter. Wir haben ja die Gasmaske. Oder auch nicht. Oh. Oh. Shoot all you want. I'm bulletproof. Ja, bulletproof. Von wegen. Komm schon. Zack. Who's shooting at me? Show yourself. Help. Richtig harter Fight. Aber wir haben ihn überlebt. Jetzt zieht's wirklich an, Freunde. Jetzt zieht's wirklich an mit dem Schwierigkeitsgrad. Boah, das Menschenfleisch gibt allerhand Zeug, ne? Muss man echt sagen. Also Menschenfleisch ist hier ein Hit. Eine Tomate soll es aber reichen. Sollte reichen jetzt hier. Und vielleicht nochmal ein Schmerzmittel. Please, don't let me die. Das ist natürlich jetzt auch der direkteste und wahrscheinlich auch gefährlichste Weg, den ich hier nehme. Ob Henry noch zu Hause ist? Bei Henry könnten wir aber mal kurz ausharren, wenn wir da reinkommen überhaupt noch. Hm, sieht nicht mehr so aus. Als könnte man da in die Wohnung gehen. Und da schreit jemand um Hilfe. Ah doch, hier kommt man rein. Und hier kann man Luft schnappen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Scheiße, Mann. Hier konnte man noch vorher immer, ach du Kacke.
Warum geht das nicht mehr? Wenn man da drinnen war, konnte man vorher immer... Ach, jetzt geht's. Na toll, jetzt habe ich die beiden Sodas verschwendet. Ich war nicht weit genug drin. Ich heil da Hammel. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, weiter. Jetzt habe ich natürlich die Soda verschwendet. Dieses schöne, schöne Wasser. Aber da gibt's schon Neues, also halb so wild. Und hier müssen wir hin. Hier müssen wir weiter. Hallo? Hallo? Henry! Linda! May! Hallo? Search for May. When we find her, we meet at the dock at the end of the pier. Then we get onto the boat together. Yeah, got it? Yeah, I think so. May is no time. The boat's coming. If the captain sees gunfire, he'll turn back for sure. Okay. I'll search over here. You search over there. Whatever happens, we meet at the docks at the end of the pier. You take the pistol. It's dangerous out there. Right. Meet at the docks. Let's go find May. Na super. Now it's just me, mir die Pistole. And my bow. Na, jetzt wird's ja richtig übel. Nur noch wir und der Bogen. Aber wir sind noch am Leben. Alive. Hier geht's auch nicht weiter. Müssen wir wohl hier hochkraxeln irgendwo, ne? Na, dann gucken wir doch mal, ob wir May entdecken, wenn wir hier auf dem Kran rumklettern. Aber, hier können wir uns runterlassen jetzt, wahrscheinlich. Hier scheint der Staub nicht so stark zu sein, ne? Obwohl wir uns hier auf dem Boden befinden. In diesem alten Vergnügungspark. Es ist hier lange nicht so staubig. Pfeile. Ach, das ist natürlich nett. Aber der Bogen ist natürlich auch lange nicht so schnell. Hey, you're one of the guys who called the boat, right? Wo, wo, wo? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, der war hinter dem Gitter. Ich hoffe es. Wo zur Hölle ist May? Wie konnte das nur passieren? Fuck! Das reicht mir jetzt mit dir. Jetzt reicht's mir mit dir, du Heckenpenner! Du wirst sterben! Greift er mich eiskalt von hinten an. Und hat meine Panzerung zerstört, größtenteils. Zweimal richtig schön mit der Machete hinten rein, der Drecksack. Dieser verdammte, gottverdammte Drecksack. Ja, ja, ja. Immer mit der Ruhe. Get him, boys! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Das ist jetzt richtig bitter. Ach du Kacke, das geht nicht gut. Doch, nein, da hätten wir runtergekonnt. Und da wären wir in Sicherheit gewesen. Okay, Kontrollpunkt neu laden. Ach du Heilige. Wieder auf dem Vergnügungspark. So, erstmal wieder die Sachen einsacken, wie diesen Pfeil.
Da oben lang zu gehen war, glaube ich, strategisch recht klug. Jetzt kommt der eine hier nochmal. Kurzer Prozess. Runter, runter, runter. Die sollen dich gar nicht erst sehen, mein Freund. Und den schnappen wir uns von hinten. Scheiße. Hat er es tatsächlich überstanden? Wie das denn bitte schön? Na, dann mal einen Abflug, Alter. So, und die haben mich jetzt nicht gesehen, glaube ich. Ich sollte jetzt aber auch höchst vorsichtig sein. Komm, die hat doch Knarren hier bei. Und die andere Knarre ist runtergefallen. Ich glaube, die hole ich mir noch. Die hole ich mir noch. Auch wenn da noch weitere waren. Aber die Knarre will ich mir nicht entgehen lassen. Die könnte uns wirklich von Nutzen sein. Wer lässt denn I Am Alive schon eine Kugel zurück? Eine wichtige Kugel. Help! Auch wenn wir jetzt zwei Pfeile haben, ich meine, das wird uns noch nicht den Arsch retten unbedingt. Please don't let me die here. Help! Please don't let me die here. So, und wir müssen jetzt möglichst unauffällig weiter. Denn wir wissen, da waren noch ein paar andere Übeltäter. Help! Ich glaube, da liegt nichts Besonderes, also gehen wir hier runter. Was? Wer war das? Da ist ein Verletzter. Vielleicht können wir ihm helfen. Oh, you know that guy in the wheelchair, don't you? He's the one who broke my ribs. Komm, wir helfen ihm. Dafür kriegen wir noch eine Wiederholung. Und die lohnt sich. Your friend in a wheelchair was dragged off by some guys I'd never seen before. Your friend. He said he knows the location of the survivor camp, the one everyone's talking about. The guys who took him wanted him alive, that's all I know. They're probably a long way from here by now. Good luck finding them. Na super, Henry in extremen Schwierigkeiten. Das ist doch nicht schön. Und wir müssen jetzt wohl hier hochklettern, oder was? Und wir müssen Henry wohl da rausholen. Scheiße, da vorne. Auf dem Dach war einer. Da hinten auf dem Dach, wo wir hergekommen sind. Gibt's hier irgendwie... Wie komme ich denn hier weiter? Eine Möglichkeit? Nee, hier soll ich nur mal ausharren. Hier soll ich nur mal runterklettern gerade. Ich muss ja irgendwie hier rüber. Aber da scheint der Weg auch versperrt zu sein. Ich weiß es nicht genau. Ich muss hier irgendwie weiterkommen. Hier ist alles verwachsen. Hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich einfach nicht weiter. Oder bin ich blind? Dann springe ich mal. Vielleicht war das einfach nur ein in die Irre führender Fahrt. Fahrt vor allem. Hallo? Hallo da unten. Meinst du, der ist nett? Meint ihr, der ist nett oder der ist nicht nett? Ich meine, muss eh dahin, ne? Komm! Wer weiß, was der mit uns machen wollte. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Und er hatte auch eine Knarre dabei. Insofern war das schon genau richtig. Da
vorne sind welche. Ich mach sie im Nebel aus. Und wir müssen an denen vorbei. Scheiße. Wo? Wo zur Hölle? Wo zur Hölle? Scheiße, der hat einen Helm an. Was zur Hölle? Ach du Kacke.